Liebe Mitglieder der TU Braunschweig, ich möchte mich heute an Sie wenden, weil wir alle in dieser wirklich besorgniserregenden Zeit ein bisschen Mut und Ermutigung benötigen, um sie gemeinsam zu bewältigen. Wir haben steigende Inzidenzraten, das haben viele Wissenschaftlerinnen, wie hier meine Kollegin Frau Brinkmann, die hier mit mir sitzt, schon sehr lange vorausgesagt. Und viele von uns wissen nicht mehr genau, was sie tun können und was sie tun sollten, um einen Beitrag zu leisten, diese schwierige Situation gemeinsam zu bewältigen. Daher sitzen wir hier heute gemeinsam und wollen uns einfach ein bisschen unterhalten darüber, was man vielleicht noch tun kann, wie man auch wieder Mut findet und Kraft findet, diese schwierige Zeit gemeinsam mit allen Mitgliedern der TU Braunschweig zu bewältigen. Wir haben uns in der Vergangenheit hervorragend und vorbildlich verhalten und wir sind sehr stolz darauf und möchten allen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie so gut mitgemacht haben, dass Sie die Geduld hatten, immer wieder neuen Regeln zu folgen und dass Sie hier wirklich, dass wir alle an einem Strang gezogen haben. Jetzt wird die Sache noch mal schwieriger und außerdem steht für viele von uns auch Weihnachten vor der Tür und wir denken vielleicht besonders noch mal intensiv darüber nach, wie wir diese Zeit verbringen können, dürfen, ohne weitere Personen und sich selber zu gefährden. Und ich möchte heute einfach die Zeit nutzen, mit meiner Kollegin Frau Brinkmann ein bisschen Mut zuzusprechen und ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was wir noch gemeinsam tun können, um diese schwierige Situation zu bewältigen. Frau Brinkmann, was können wir denn noch mit auf den Weg geben? Ja, ich helfe total gerne mit, etwas Mut zuzusprechen, denn den brauchen wir in dieser schwierigen Zeit ganz dringend. Also einmal ist eine ganz wichtige Botschaft, jeder, der sich hat impfen lassen und vielleicht auch schon die dritte Impfung wahrnehmen konnte, hat ja ein sehr geringes individuelles Risiko, sprich er hat sein Risiko deutlich gesenkt, je nach Alter. Und damit natürlich auch die Menschen um ihn herum. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sagt, so, ich habe für die Gesellschaft ganz viel getan und auch für die Solidarität unter uns. Und das ist ganz großartig. Und nun haben wir das Problem, dass die Impflücke noch zu groß ist und es noch zu viele Menschen gibt, die nicht gut geschützt sind. Und die müssen wir und können wir weiterhin schützen. Und um die Dynamik aus dem Anstieg jetzt gerade der Infektionszahlen zu nehmen, kann man eigentlich nur das tun, was wir schon gut kennen. Das heißt tatsächlich, wir müssen uns an die AH+L-Regeln halten. Und am besten meidet man Innenräume, die mit vielen Menschen gefüllt sind, die dann eventuell ja auch ungeimpft sind. Und ganz wichtig, wir sollten weiterhin Masken tragen. Das ist immer noch ein ganz, ganz wertvolles und wichtiges Mittel in der Pandemiebekämpfung. Und ja, wir müssen einfach unsere Kontakte reduzieren. Und das ist total schwierig. Und jetzt haben wir ja an der TU Braunschweig auch schon viel dafür getan. Wir haben wir wollten alle so gerne wieder zurück in die Präsenzlehre. Und mussten da natürlich auch unterschiedliche Regelungen treffen, dass das auch überhaupt möglich ist. Wir müssen auch wieder neue Regeln definieren, damit wir das ermöglichen. Und da setze ich mich auch persönlich ganz besonders für ein, wir wollen auch Hybridlehre definitiv durchgängig ermöglichen. Und deshalb auch nochmal hier die Bitte an alle Studierenden, aber natürlich auch an alle Lehrenden, hier kreativ damit umzugehen, hybride Lehrformate zu ermöglichen, damit Studierende, die Präsenzlehre wahrnehmen möchten, die es auch tun können, aber eben auch Studierende, die Präsenzlehre nicht wahrnehmen können oder möchten, Möglichkeiten haben, an der Lehre teilzunehmen und dem Stoff zu folgen. Jetzt haben Sie ja sehr viel über die Wichtigkeit der Impfung gesprochen. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir Sie darüber reden hören. Und das finde ich ja auch persönlich ganz, ganz besonders wichtig, das immer wieder zu betonen. Jetzt ist es aber so, jetzt kommt ja diese neue Variante und da ist natürlich die Sorge groß. Schützt meine Impfung mich vor dieser Variante? Was kann ich denn noch tun? Und wie weiß ich, dass die neue Variante jetzt nicht das Ganze, was ich bislang getan habe, zunichte macht und es kommt eine weitere fünfte Welle, die uns immer mehr auch noch belastet und beschäftigt? Was können wir da sagen? Ja, also wir wissen ja noch sehr wenig über diese neue Variante, aber dass solche Varianten auf uns zukommen, das war uns schon bewusst.
Jetzt ist die gute Nachricht, dass Impfstoffe wie zum Beispiel der mRNA-Impfstoff unheimlich schnell angepasst werden kann an solche Varianten. Dazu muss man aber sagen, dass man jetzt nicht warten sollte, bis diese angepassten Impfstoffe auf dem Markt sind, denn die müssen ja auch erst produziert werden, sie müssen ja auch erst angeboten werden, sondern die Impfung, wie wir sie jetzt kennen, ist ein ganz wichtiges Fundament, mit der unser Körper auch sehr gut sich gegen diese Variante noch wehren kann. Vielleicht nicht mehr ganz so gut wie vorher, aber trotzdem besteht da noch ein Schutz. Ja? Also der Panzer ist da, er ist vielleicht an einigen Stellen etwas löchrig. Und das kann man dann in ein paar Monaten tatsächlich dann noch verbessern, indem man dann einen Booster bekommt mit einem angepassten Impfstoff. Und da sind die Firmen auch schon längst dabei. Ja, stimmt das, dass der ganz schnell entwickelt ja, werden soll? Ja, das ist ja der Vorteil an dieser mRNA-Technologie. Das ist ein zeitlicher Riesenvorsprung, ein Quantensprung. Die alten Impfstoffe, wie wir sie kennen, die Totimpfstoffe oder die proteinbasierten Impfstoffe, da brauche ich einfach deutlich länger, um die anzupassen. Die sind ja jetzt immer noch nicht auf dem Markt für die erste Variante. Das muss man sich mal so vergegenwärtigen. Also da ist die mRNA-Technologie wirklich weit, weit voraus. Und wir wissen ja auch mittlerweile, weil der milliardenfach verimpft wurde, dass er sicher ist und tatsächlich auch eine sehr gute Schutzwirkung hat. Auch wenn sie jetzt ein bisschen geringer vielleicht ist gegen die Omikron-Variante. Ganz vielen lieben Dank, Frau Brinkmann. Mir ist wichtig, dass wir alle mit Mut und Zuversicht durch diese wirklich sehr schwere Zeit gehen. Seien Sie sich gewiss, dass wir uns hier an der TU Braunschweig wirklich sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, wie wir mit dieser schweren Zeit, wie wir umgehen können, wie wir Maßnahmen entwickeln können, die uns alle am besten schützen. Ich weiß, es ist schwer, da den Mut und die Zuversicht aufrechtzuerhalten. Das geht uns allen so. Und ich kann nur immer wieder versichern, wir halten zusammen an der TU Braunschweig. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.